Hallo Leute, herzlich willkommen zur 67. Folge Bausimulator. Ich kann mich momentan nicht freuen, weil wir die 66. jetzt nicht aufnehmen. Sache ist, was wir jetzt machen, warum nicht die Brücke steht, obwohl wir 66. mit der Brücke anfangen. Wir haben so viele Aufträge und für die Brücke brauchen, müssen wir einen Auftrag weitermachen. Deswegen wird hier weitergebaut. Ich bin nicht der Einzige, aber dabei ist nämlich der Gamebase, der aber einen Sprachfehler hat, deswegen hörte sich diese Folge nur ein bisschen komisch an. Guten Tag. Nein, ich wollte das eigentlich für die Folge 66 haben, Haben, deshalb lasse ich das jetzt weg. Null. Lull. Hallo. Hallo. Nein, du machst das für Folge 67, ganz einfach. Nein, ich will das Das 66, weil 66, wenn weil ich wenn ich das das schreie, schreie, klingt es so. noch viel Noch viel lustiger. lustiger. Da hätte ich nichts gehört. Ja, nicht gehört, Ich dein habe mich Hai. selber aber Selber aber voll voll gehört, also. gehört, seltsam. Seltsam. Nochmal. Nochmal. Falsche Falsche Taste. Taste. Man hört immer noch nichts. Doof. Jetzt hört man was. Okay. Okay. Eigentlich wollte ich das für die 66 vorhaben. Haben. Also. Aber jetzt live für die 67. Also. Ich hab euch erst Ich habe euch erst vorgeführt, vorgeführt, wie das funktioniert und funktioniert und macht das dann diese Folge nicht mehr. ganz Ganz einfach. einfach. Ja, dann kann ich ja auch Ich den wollte Hai am Center Center Shock schon essen, essen, wenn die wenn Kinder ich wieder dann wollen. kann ich ja den Hai wieder zurücktun. Hä? Dann kann ich den Hai wieder zurücktun. Den was? Den Hai. Richtig. Was Hast du irgendwas? halt ja sonst? Ja, oder Kino oder irgendwie sowas? Wie fast. Also, Wie bitte? du kannst mir helfen eigentlich. Und jetzt eigentlich meine. Ja, kann auch deine Aufgabe. Ich glaube, mit meiner Aufgabe geht es in einer halben Stunde schneller. Und Schade, dass wir keine Musik haben. Sonst haben wir Musik mit DJ und was haben wir noch alles? auch deine Hilfe. Oh ne. Da brauche ich einen Motoren und den Tief. Welchen Tief da war? Erlass. Mit Anhänger? Nein, ich brauche einfach nur Anhänger. Anhänger. Transport. Wir schauen mal nach. Also, du brauchst einmal einen. Wir haben mal den großen. Großen Mobilkran habe ich auf der Baustelle. Ich brauche einen Mobilkran. Da hast du. Dann brauchst du. Irgendeinen Anhänger, wo ich Windrad-Elemente. Ich glaube, du kriegst doch vom Stahlwerk. Nein, wenn dann nicht auch. Mach mal den Schwerlastanhänger. Ja. Ich glaube, dass die Anhänger erst ausleihen muss. Ja, ich muss die Teile auf meinen Anhänger aufladen. Kennst du eigentlich schon den neuen Song von Lady Gaga? Soll ich dir mal vorspielen? Ja, bitte. Hat eigentlich mit Enjoy, aber Enjoy hat da irgendwie nichts damit zu tun, wo ich jetzt denke. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, weil das ja neu ist, aber. Hatte. Oh. Da das Markus nicht mehr. 66. An ihn gespielt hat. Vor der 66. Auch ein Wolfnuss. So. Was? Das ist ein neuer Song von Lady Gaga with Elton John. Shine from above. When I was young, I prayed for lightning.
das war der neue Song von Lady Gaga mit Elton John, obwohl ich finde, Elton John am Ende hört man nicht so richtig. Hört man gar nicht. Naja, Tonstudio. Brauchst du deine Betonmaschine noch? Betonmischer? Warum du die Nasse so hart? Harter Stoff, ne? Ja. Jo! Warum hab ich das Futter nicht dran? Okay. Ja, 100% gut vorbereitet. Ja. Und fährst du nicht mit? Komm, dann nehmen wir das Kabel. Stecken da her, stecken da hinter und fahren. Ja. So. Wann wir sagen, müssen wir noch machen. Schauen wir mal, wenn die rauskommt. Haut jetzt ein bisschen. Na, tu mal irgendwas. Ich möchte das schnell. Keine Ahnung. Ja, bitteschön. Liebe Leute. War nicht? Jetzt kannst du wieder machen. Mach das nicht. Helium, das ist lustig. Oder? So? Nee, das Telefon. Das. Nee, nee. Das? Das, nee. Das? Ja, das ist ihn. Liebe Leute, es gibt einen wunderbaren Radiosender, der heißt Ratterdingo. Und da gibt es auch eine wunderbare Radiosendung, und zwar Ratterdingo Live. Das läuft jeden Donnerstag um 19 Uhr. Wo ihr das findet, ist eigentlich gar nicht schwer. laut.fm/Ratterdingo. Also es wird so geschrieben, wie es gesprochen wird. Ratterdingo. LOL. Ich glaube, wir tun einen Link in die Videobeschreibung, oder? Es ist noch Folge 61. Wundervoll. Dann findet ihr das dann in der Folge 61. So. Ja. Haben wir eigentlich in der Folge irgendwie 63, 40, 65, haben wir irgendwie Bahnansagen des Monats gemacht? Ich weiß es nicht. Meine ja. Dann sei ich ja keine Ahnung. Auf jeden Fall, Ratterdingo findet ihr bei laut.fm/Ratterdingo. Ich mache den Link noch in die Beschreibung. Toll. Und, hört euch das an, das ist ganz lustig. Ja. Und dann zurück zum Mausimulator, würde ich sagen, ne? Habe ich lieber. Also, die Folge kommt am 29.07. raus, damit. Urlaub. Das ist gut. Sogar nach meinem Geburtstag. Also, bin ich schon 20! Komm ich an deinem Geburtstag im Urlaub? Ja, ich feiere meinen Geburtstag in Bayern. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ja. Dann. Brauchst du Mobilkran 1? Dann, ne, ja. Wenn er irgendwo steht, wo ich bin, dann, wo so ein Mobilkran steht, dann ja. Bei Aufstellen. Halt weg, bitte. So. Können wir noch eine Musik dran machen? Ja. Hey, hier. Ja, ich will das nicht mehr machen. Hey, das kann ein bisschen anders wie Indiana Jones, aber ist egal. Aber ich glaube, es ist langweilig, weil ich mir nichts zu erzählen habe. Ja, Leute.
Schütte dir ist da. Die Guillotine ist durch und die Luft ist nicht mehr klar, denn da drückt gewaltig noch Gülleband. Die Buhren, die freuen sich, denn die Bütte waren nur leer, denn da ist so bald kein Platz in mehr. Nu ist das Bär so weit, die Guillotine ist durch, die Gülle, die Gülle, die Guillotine ist durch. Die Gülle war mit Grunde Wogen transportiert und in Streifen und kreuz und quer am Land verdient. Immer Route mit dem Schied, alles war geit, ganz egal wo der Wind herweit. Du ist das Ferrovid, die Gülle zieht es durch. Die Gülle, die Gülle, die Gülle zieht es durch. Gülle, Gülle, Gülle gibt da der Wahl im Land. Kälbergülle ist die Krönung am Gestank. Um diese Tiet zu lüften, muss die gut überlegen. Sonst stinkt die Nuss noch Gülle, wer macht das schon? Die Wäsche ruht, hangen tot, Rügen auf den Lied. Kann vergehen, denn den Geruch, den Mund nicht ziehen. Ob Norden, Süden, Osten, Westen stinkt dann immer Krieg von der Bahn mit Norden, Ozean, der Dick. Der einzige, was funktioniert und immer hält und deit, ist ein Wäscheknieger ob in Eis und dat geit. Nu ist dat Bär so weit, die Gülle zieht es durch. Die Gülle, die Gülle, die Gülle zieht es durch. Gülle, Gülle, Gülle gibt da der Wahl entlang. Hühnergülle ist die Krönung am Gestank. Schweinegülle, Kälbergülle, Hühnergülle ist die Krönung am Gestank. So, das war der Gülleti. Dann Gülleti, komm war. Dies lief, wenn ich gleich gieße, wenn ich irgendwo wieder auch hinbekommen zum Einsatzgebiet. Hört man mich jetzt wieder? Ich hoffe. Ja. Naja. Weil wenn ich hier Steuerung, Shift und Y drücke, dann bin ich Aber warum hat er das ja mir nicht angezeigt, was gespielt wird? Weil du in den Kanal Carlos Lyrics und Song. Ach so. Das mache ich immer. In Botspam mache ich eigentlich Pfannkuchen. Ach so. Ja, dann weißt du das. Also es kommt gleich Gas Gascania, danach kommt Start of Something New und dann kommt Margarete und dann können wir sehen, ob noch... Kann denn das Gas Gascania gespürt ist? Gas Gascania ist, glaube ich, urheberrechtlich gespürt, glaube ich. Weiß es nicht. Glaubst du sogar ja. Ich glaube ja, weil ich die Folge schon hochgeladen habe. Genau eben. Aber spürt das Video jetzt nicht. Momentan nicht, und wenn ich Geld verdienen würde, wäre es mir auch scheißegal, wenn ich da kein Geld verdiene. Ja. Ich habe noch einen zweiten Job. Teilweise, weil ich schon einen anderen Song anspiele, weil ich habe irgendwie fast immer einen Song drin, warum ich dann kein Geld verdienen würde, aber es wäre mir so egal. Das Gascania kann man nehmen. Ja. Guck grad, hier steht, kann nicht monetarisiert werden, aber das steht nicht geklärt. Blackout Rust Boutique, egal, und sie liebt den DJ, kann man auch alles nehmen. Ja, wer will noch Winter hören, also.
Einzige, was teilweise gesperrt ist, Folge 11, Landwirtschaft. Deine, oder? Dann bei dir. Ja, ich habe Folge 11 Nummer 2. Oh ne, Folge 11 ist teilweise gesperrt für Schweden und für... Also Deutschland ist nicht betroffen. Deutschland ist nicht betroffen, aber es ist nicht in vielen anderen Ländern. Ja. Nee, nicht in vielen, 2 oder 3. Nein. Deine Liste, dass es gesperrt ist. Folge 11, meine Damen. Landwirtschaftssimulator Folge 11. Die sind auch in einigen Gebieten gesperrt, also richtig. Ah, also, ja. Warum hast du Skillet da drin? Hast du das denn geschafft? Ach, Radio. Eingebieten gesperrt. Ach ja, ist ein. Zwischen auch? Doch, den macht Deutschland. Hä? Komisch, war früher nur ein Zweiten. Ja, aber. Denkt der Rauschnall und dann geht's wieder. So, aber jetzt während das während ich aufnehme. So. Also, wenn ich voll rauskommt, müsste es nicht mehr gesperrt sein. Ich würde sagen, dann hören wir jetzt Gas Gas Gania, oder? Genau, von? German Truck Driver. So. Sie hören also nix. Guck mal. Da ist was auf dem Kopf. Jetzt ein bisschen blöd, ne? Das Auto von. Warten wir noch. Es ist blöd, wir müssen jetzt eben eine Überleitung finden. Aber wir dürfen nichts anderes sagen. So, liebe Leute, in 30 Sekunden geht's los mit Gas Gas Gania, weil das Auto von. Leid, aber es ist so. Wer hat's verbockt? Ich nicht. So. Ach ja, mit Ausrufezeichen NP kannst du ansehen, was gerade gespielt wird. Ist doch klar, Gas, Gas, Gania, du bist wunderbar. Gas, Gas, Gania, du bist immer für mich da. Gas, Gas, Gania, du bist wunderbar. Gas, Gas, Gania, du bist immer für mich da. Möp, 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 alle singen. Möp, 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 immer wieder. Möp, 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 alle singen. Gas, Gas, Gania, Gas, Gas, Gania. Ob Leerfahrt oder vollbeladen, ist mir ganz egal. Denn juckt es erst in meinen Wagen, trete ich aufs Pedal. Bei Vollgas auf der Autobahn, mit dir auf Achse sein. Meine geile Scania, du lässt mich nie allein. Brummis gibt's zuhauf, doch nur eine galt mich auf. Welche ist doch klar? Gas, Gas, Scania, du bist wunderbar. Gas, Gas, Scania, du bist immer für mich da. Gas, Gas, Scania, du bist wunderbar. Gas, Gas, Scania, du bist immer für mich da. Möp, 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 alle singen. Möp, 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 immer wieder. Möp, 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 alle singen. Gas, Gas, Scania, Gas, Gas, Scania. Oh, 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 oh
Gas, Gania von German Truck Driver. Und weil wir jetzt fast am Ende der Folge sind, wird jetzt die Ansage der Woche präsentiert von der Deutschen Bahn AG. Der Geruch kommt von der defekten Bremse. Kein Grund zur Beunruhigung. Wir schalten die Bremse aus und setzen die Fahrt fort. Nächster Halt, Krankenhaus. Braucht man die Bahnansage des Tages oder erst nach dem nächsten Lied? Weil wir die Folge, glaube ich, sowieso überziehen. Es ist scheißegal, wir machen einfach ein Lied, weil ich noch weitergehen muss. Okay, weil wir überziehen müssen, machen wir jetzt einfach weiter. Und jetzt gibt es die Bahnansage des Tages, präsentiert von der Deutschen Bahn AG, von Gamebase und Matadingo. Wir hatten jetzt mehrere Zwangsbremsungen. Machen Sie sich keine Sorgen, die Bremsen funktionieren. Sie hatte rotes Haar und gelbe Zähne. Sie roch nach Banane und nach Hyäne. Ich traf sie in der Bar in Leverkusen und mir war sofort klar, ich will die Milch aus ihrer Bude. Sie war 44 und ich war 13,5. Sie hieß Margarete.
splitternackt vor einem Leuchtturm. Sie war mein Stück Holz und ich ihr Holzwurm. Sie küsste meine Knie und ich ihr Schienbein. Und danach wurde es laut, denn sie rennt mich wie ein Wildschwein. Sie war 44 und ich war 13,5. Sie hieß Margarete und war so zart wie ein Kalb. Eines Nachts lag sie nicht mehr da. Ich trat vor die Tür, als es geschah. Sie hing an Papas Stab. Ich dachte nur, du Bitch. Sie sagte, zieh dich aus. Ich bin die Wurst in eurem Sandwich. Sie war 44 und ich war 13,5. Sie hieß Margarete und war uns hart wie ein Kalb. An unseren lieben DJ Rhythm. Shoutout. So, eine Frage. Welche Fahrzeuge brauchst du noch? Ich brauch den Scania noch, den großen Mobilkran, den Anhänger, den roten. Den okay, einfach. Brauchst du noch einen zweiten Zug? Nein. Brauchst du noch Zielbogerät? Schau eben mal. Setzen. Auch dann, das Drehbohrgerät brauche ich nicht. Brauchst du nicht mehr? Nein. Aber Beton. Wo ist das deine Mobilkran? Mobilkräne bitte draußen lassen. Also Mobilkran 1 kannst du wegtun. Was? Mobilkran 1 kannst du wegtun. Brauche ich nicht. Das ist deiner übrigens. Ich bräuchte eventuell gleich noch einen Betonmischer. Brauchst du ein Schwert als Anhänger? Ja, den brauche ich noch. 1, 2, 3, 4, 8, 9. Teile besorgen. Glaube ich. Also ich muss noch viele Teile besorgen. Draußen. Ne, wir gehen nämlich wieder Richtung Monats Ende dazu, damit wir raus und schauen, ob ich das wenigstens, was wir nicht so viel haben, ne? Da steht ein kleines drin. Wow. Oh, wir haben keinen neuen Song. Wir haben schon einen neuen Song hinten. Wir haben auch einen neuen Song. Also, möchtest, kann ich gerne noch einen spielen. Und auch, wie gut er ist. Würde jetzt kommen. Sagen wir mal drei Songs oder machen wir ein Brainstorming? Ein Song haben wir noch. Also habe ich noch. Der? Dann hören. Doch dieses Mail könnten wir mal spielen. Also ich spiele jetzt. Warte, wie heißt der? So, liebstes Mail. Weil das finde ich auf diese Wege. Obwohl Michael sagt, der ist ein bisschen traurig. Don't leave this Mail. Hey, oder? Ja, also Michael glaubt, Michael findet es traurig. Wem ist das? Weiß ich jetzt nicht, da geht aber nur ein Song. Nein. Verlass mich nicht auf diesen Weg auf Englisch. Hey. Ja, hey, May. Doch am Arsch. Bisschen traurig?
Verlass mich nicht auf diesen Dinge. Ja, weil es geht ja nicht. Es geht ja nicht. Komm, geh durch die Tür. Geh ja nicht. Kannst du nicht sagen, wenn du verlassen, ne? Geh, so, komm, ich guck mal eben. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich will noch einen Witz erzählen, wenn ihr wollt, aber. Hä? Was? Ihr habt gesagt, ihr könnt noch einen Witz erzählen. Aber ich weiß nicht, ob ich den hören möchte. Ja, das müsste sein. Alles klar. Dann erzähl du mal deinen Witz und dann hören wir das nächste Lied. Mach ein Lied drauf. Der Witz, der ist, Doch, erzähl mal, ich will den. Nein! Mal. Doch, du erzählst den jetzt. Niemand nicht! Gut, dann hören wir jetzt Victorious von Skillet. Oh, Victorious von Skillet! Alter, ich hätte dich. Wie sie hören, also nix. Super gemacht! Das war jetzt, wie ist das denn jetzt? Das war jetzt das Lied. Finish von Sushi aus, genau. Und nun kommt von The Commands. Don't. Das heißt nicht The Commands, das heißt The Commonards. Oh gut, von The Commonards. Besser. Don't leave this May. May. May, alles scheißegal, verletzt mich nicht auf diesen Finger auf Deutsch. Abfahrt. Ja, komm. Ding, einfach. Yeah.
Ja, das war Don't Leave This Me This Way und der Auftrag ist fertig. Ja, finde ich auch, weil es so schön ist. Das sind neue Aufträge und wir können wieder Sonderaufträge machen. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber soll noch weitermachen. Alles ist in der nächsten Folge. Die helfe ich jetzt momentan nicht weiter. Und ich mach die Abmod. Und du wolltest die Abmod machen. Aber wie gesagt, bitte mit Freude. So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Bau Simulator mit der 67. Folge. Ich finde, ja, hat viel Spaß gemacht. Gut. Mein Windrad weitergekommen. Und ja, wir sehen uns dann demnächst. Ich will mal austun. Entweder Montag um 15 Uhr für GTA bzw. Minecraft, kommt drauf an. Cool, ich will mal austun. Cool. Kommt drauf an, was der Konflikt-LP dann hochlädt. Dann mittwochs für Bausimulator um 15 Uhr wie immer. Für Spin-Tires oder halt Minecraft Freitag um 15 Uhr. Und für Landwirtschaftssimulator und aktiv. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Feedback da. Abonniert, aktiviert die Glocke, schaut in der Videos vorbei. Keine Ahnung, sagt irgendwas in den Kommentaren oder so. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Only getting started. I won't back down.